Leute, es gibt wieder mal Informationen zum Thema Cross-Progression, warum ihr euch wundert, warum es noch nicht ausgerollt wurde, was da gerade los ist. Es gibt Informationen von Respawn, wann es weitergeht mit Cross-Progression, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ich möchte mich aber vorab nochmal bei allen bedanken, die bisher hier mich so extrem heftig unterstützt haben. Gerade in den letzten Wochen gingen die ganzen Videos in Season 19 oder für Season 19 extrem steil, worüber ich mich extrem sehr freue. Und das hat mich dazu bewegt, in Zukunft, weil es gibt einige Kanalmitglieder hier auf diesem Kanal, und ich möchte wieder ein bisschen mehr Exklusivität auf diesem Kanal bringen. Und einige Videos den Kanalmitgliedern ab Stufe Silber, ganz, ganz wichtig, vorab schon mal zum Zugriff bereitstellen. Immer ungefähr 24 Stunden vor Release, nicht mit tagesaktuellen News-Informationen. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten alles, was vorproduziert ist, kann ich dann schon früher für die Leute, die mich so supporten, raushauen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wer sich dafür interessiert, wäre sehr geil. Wer sich dafür nicht interessiert, ist natürlich auch völlig okay. Ich werde zum Beispiel heute auch dieses Video schon vorab für die Kanalmitglieder ab Stufe Silber raushauen. An diesem Video habe ich wirklich sehr, sehr, sehr lange gearbeitet. Es geht auch über 20 Minuten, weil ich da über Wochen und Monate extrem viele Pro-Gamer-Settings verglichen habe. Unter anderem auch so ein paar Informationen zu Prise Salz, wie es zu ihm steht oder wie es um ihn steht und so weiter. Dazu, wie gesagt, morgen kommt das Video offiziell raus, morgen Abend zum Sonntag. Wie gesagt, alle Silber-Mitglieder können sich es jetzt dann schon reinziehen, wenn ihr das Video jetzt wahrscheinlich tagesaktuell seht. Und jetzt kommen wir aber mal zum Thema Cross-Progression, denn Folgendes ist passiert. Ich glaube, dieser Post ist von gestern Nacht. Respawn hat das Ausrollen der Cross-Progression-Geschichte gestoppt und wird erst am 6. November wieder aufgenommen. Es scheint extreme Probleme zu geben. Wie genau die Probleme aussehen, weiß ich leider nicht so 100%ig, aber es soll wohl so ein bisschen so sein, dass bestimmte Accounts nicht richtig gemerged wurden, Sachen verschwunden sind wohl angeblich, aber so richtig bestätigt von Respawn habe ich das nicht gesehen. Und deswegen wurde das gekappt, gestoppt und am 6. November angeblich soll es weitergehen. Das ist genau das, was ich prophezeit habe. Diese ewig lange Kritik um Cross-Progression und diese negative Kritik, warum es immer noch nicht draußen ist. Jetzt ist es da und jetzt funktioniert es vielleicht trotzdem nicht richtig. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, es ist wirklich echt nicht so geil. Also lange, lange hat es gedauert. Ich verstehe jetzt jeden, der sagt, es ist doch jetzt nicht wahr. Jetzt haben wir Jahre gewartet und jetzt funktioniert es nicht richtig. Also Leute, wenn das am 6. November wieder geöffnet ist und das aktivierbar ist, wartet vielleicht mal trotzdem noch ein, zwei Tage, bevor es aktiviert. Ich weiß natürlich nicht, wenn dieses Pop-up-Fenster erscheint, weil ihr ja automatisch aufgefordert werdet. Ihr könnt das ja nicht triggern. Ich weiß nicht, ob man das wegdrücken kann und sagt, ey, pass auf, hab gerade keinen Bock, lass uns in zwei Tagen nochmal drüber sprechen. Das weiß ich nicht, aber ich rate allen, ab dem 6. November, wenn dieses Pop-up-Fenster kommt und man kann es wegschalten, wartet lieber mal ein, zwei Tage. Wartet nochmal, ob Respawn irgendwas schreibt, ob es immer noch Probleme gibt. Nicht, dass nachher diese absolute Vollkatastrophe entsteht und das wäre wirklich nicht so geil. Ladies and Gentlemen, es gibt in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Videos, die ich schon vorproduziert habe. Also Mitgliedschaft lohnt sich. Wer da Bock hat, würde ich mich definitiv drüber freuen. Freut euch aufs nächste Video. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.